100 Jahre und noch älter sind die Motorräder aus der Kaiserzeit und noch immer fahrbar, wie dieses Modell von 1902. Eigentlich war es ein Fahrrad, dem dann ein Motor eingebaut wurde. So fing quasi alles an. Und viel Technik war da noch gar nicht nötig. Und für alle Fälle haben wir mal, wenn es sein sollte, noch eine Ersatzbirne dabei, weil man weiß ja nie, wie lange man fährt und wo man stecken bleibt. Schon ein paar Jahre älter, die Triumph von 1913, fast im Originalzustand. Irgendwie logisch, dass hier alle Technikfreaks sind. Der Reiz an dem alten Motorrad ist, dass man die Technik begreifen kann. Es ist nichts im Verborgenen, man kann alles selbst reparieren. So alte Motoren zu verstehen, was haben die damals gebaut, was haben die damals für Fehler eingebaut, die vielleicht zu verbessern und dann halt einfach mit denen fahren. Da fährst du 100 Kilometer und dann reicht es da auch und das hat schon auch seinen Reiz. Dann ist man bedient, dann ist man glücklich, und dass das alles funktioniert hat. Übrigens, wer einmal anfängt, Oldtimer zu sammeln, der kann nicht mehr damit aufhören. Wie heißt es so schön? Eins ist so gut wie keins, auch wenn das Handling mit diesen Fahrzeugen nicht wirklich einfach ist. Ich kann Ihnen das mal zeigen, was wir da alles so haben. Wir haben ja keinen Gasgriff, sondern wir betätigen das Gas mit einem Hebel. Das ist die Gangschaltung. Hier ist der erste Gang, neutral, zweiter Gang, dritter Gang. Früher hat man die Bremsen schlichtweg nicht gebraucht. Da waren drei Pferdefuhrwerke unterwegs. Wir reden da vom Baujahr 1909, 1910. Und das war's. Diese Motoren haben keine mechanische Ölpumpe, sondern die müssen sie mit der Hand rausziehen beim Fahren und müssen alle 6-7 Kilometer einen Pumpenstoß reingeben, dann kriegt der Motor wieder Öl. Die Raleigh von 1924 hat aber schon Bremsen, denn in den 20ern waren die Motorräder bereits technisch ausgereift. Und wer noch mehr wissen will, fast 100 Motorräder aus der Kaiserzeit kann man am Wochenende in Haag an der Amper bewundern.